Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wir sind im letzten Part in Welt 3 angekommen, in der eisekalten Welt, in der wir jetzt dementsprechend auch heute weitermachen werden. Schön, dass ihr angeschaltet habt zu dem Part Welt 3.1 Schneetreiben im Winterpark. Und das passt da perfekt aus für der aktuellen Schneechaoslage hier in Deutschland, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme derzeit haben. Denn wir haben wahnsinnig viel Schnee. Deshalb bei uns ist es halt erst nicht mehr feierlich, was für Schneemengen wir haben. Ich bin hier auf Vorsicht, sonst rutscht es den Abgrund runter. Das ist Wahnsinn, was wir für Schneemengen derzeit haben. Also vor allem hier in Norddeutschland soll es da Schnee, Stürme, alles geben, bla. Hier in Bayern sind wir ja Schnee irgendwo irgendwie auch gewöhnt. Trotzdem kriegt das ein bisschen. Da kommt hinter die Items eh nicht, ne? Ja, das gibt einfach so groß ist. So sieht's aus. Ah, verfolgt mich. Ich finde es natürlich unschön. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich dachte, hier gäbe es irgendwas. Was aber weiß, ist, dass man es damals am Mikrofon pusten konnte. Dann ist da das heißt nie runtergefallen. Das war ja noch auf der Wii U. Und das ist hier. Ah! Ach, come on, das ist doch scheiße, dass ich mich so schnell nicht aufheben konnte. Doch, hier war das Ding. Was doch, hier gab es irgendwo was Lustiges. Lustiges als auch Wichtiges. Und hiermit kann man hochfliegen. Du kannst zum Beispiel es verkacken, diese Fiese alle kaputt zu machen. Was aber so wichtig wäre, um den ersten Stern zu holen. Da kommt man mit seinem eigenen Block gerade so durch. So ein Crit ist, wenn man es eben nicht tut. Das war dumm von mir. Hab's aber geschafft, yeah! Hat mir jetzt aber der Level-Up-Sound gefehlt. Ich hab immer so Angst, wenn die Dinger einem so nahe kommen hier. So ein Crit ist. Ich bin jetzt auch noch Tanuki. Oh, Jesus. Ja, ich konnte jetzt nicht zufahren, aber ich habe gerade das tolle Item. Das eigentlich echt lieber gern behalten würde. Ich flüstere jetzt zu fahren ja auch, aber halt nicht nur. Genau, hier ist der mein Schwanz ist hier, die bessere Wahl. Also, Tanuki-Schwanz, ne? Also, das andere wurde das Ganze falsch anhören. Digga, ich kann hier einfach so Rambo-mäßig wegrammen. Scheiße. No! No! Was mache ich denn? Na, okay. Ich kann nicht Schlitze fahren, zu meiner Erklärung. Ich kann nicht Schlitze fahren, ich kann es noch nie, ich werde es nie können. Da gab es einen One-Up, lol. Also ein versteckter, nicht ein One-Up, sondern ein versteckter Luigi. Auch gut. Da war es eigentlich Mario und Luigi Farm? Keine Ahnung. So. Hier gab es aber. Oh, Jesus. Irgendwo ein versteckter Stern, wenn man gerade von spricht, ne? Ja, da ist halt relativ size das zu bekommen. Joa, wie habe ich den jetzt erwischt? Egal. Ich hinterfrag nicht weiter. Aber ihr merkt, ich weiß zum Teil noch ein bisschen leider, wo die Sterne waren. Also komplett blind ist das nicht. Wird dann aber Bowser's Fury wieder so beides dabei. So. Ich bin kein Typ, der alle Stempel sammeln muss. Deshalb hole ich mal so aus dem Gerät zu stellen. Die Stempel einfach erst gar nicht ab. Spart man nämlich auch viel Zeit. Ja, das ist bestimmt mal Leben verloren und könnte nämlich hier den letzten Stern mir gar nicht cremen. So, jetzt haben wir nur noch begrenzt Zeit, macht nichts, wir sind eh in der Nähe vom Ziel. Manchmal belasten mir immer durchaus ein bisschen zu viel Zeit. Aber jetzt schaffen wir es in dem Fall ja gut. Und schön. On top of the 1A gemacht, sogar noch ein Leben dazu bekommen. Das war ja mal bilderbuchmäßig. Yeah! Devil beendet. Ist das nicht geil? Ja, auf so ein wirklich tolles Mars Up Run Projekt wie es hier, habe ich einfach mal wieder Bock gehabt, weil es ist einfach hart geil. Es hat mich zurück, damals eine schöne Zeit. Es ist halt einfach so. Man muss es auch total, wenn es mit meinem Freund im Next spielen kann. Es hat so legendär. Da gibt es halt noch so legendäre Level. So, ein richtiges legendäres Size Level. Die braucht man mal 30, also gut dabei.
3-3. Kommt aber erst im nächsten Part. Dann hier halten wir das zuerst lass frei. Ich glaube, das hat ein bisschen weniger Abfuck wie das Geisterlevel gegenüber. Weil ihr müsst das wissen, Geisterlevel heißt es halt komplett. Och nein, das war, glaube ich, auch. Aber okay, Akrobatik am Gitterzaun. Das haben wir es jetzt nochmal in dem Part. Ja, ich glaube, jetzt beginnt es langsam der Cringe. Klar, ich konnte mal die. Ich glaube, es hat gerade geläutet. Und dann, Digga, was ist hier gerade los? Warte mal, geswind. Ich muss gesit mal. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So. Oh, Jesus. Ich level nicht Krittis. Das ist halt auch erst der Anfang von was Krittissen. So, es war keine Ahnung, wo in dem Level überhaupt irgendwelche Sterne waren. Ich sag's ganz offen. Oh, gut. No, no! Ich hab mal schön 20 verloren. Lukis 20 verloren. Nein, Leute. Ach, scheiße, sollst du das Anspielung in Zukunft lieber besser sein lassen? No! What the hell war das gerade? Muss irgendwer erklären. Deswegen ist dieses Item taugt halt, dieses Level taugt halt als Katze wirklich viel mehr. Das ist einfach Fakt. Jesus. Ich sehe halt nichts. Klar kann man damit argumentieren, dann bleib einfach stehen, aber. Ich will halt nicht hier in Versuch geraten mit der Zeit. Wenn es erst kritisch. Bleib mal, ich muss lieber hier dran. Greife hier irgendwie. Ja, jetzt sitzt ein bisschen erst kritisch gleich. Digga. Was für ein Scheiß. Sie ist es. Hab neben mir bekommen. Na, aber gerade so kritisch. Da war es erst das der Anfang, wenn ich hier eine Arschwetzen bekomme. Wird das dann erst später im weiteren Verlauf? Das ist halt noch nix! Schieß es! Komm, es hätte mich doch retten können. Schmerzvoll gestorben, sage ich nur. So, hier müssen wir es gut timen. Wir müssen nicht, wenn ich hier scheiß Fieser meinen, hier das abfacken zu müssen. Ich hasse halt, wenn ich als Spieler unter Zeitdruck bin. Und das bin ich hier mit einem beweglichen Screen. Das triggert mich total im Kopf. Also im Kopf. Und das ist halt ungeil. Jetzt sage ich es euch. So. Aber hier gibt es irgendwas Cooles. Fuck, welche Taste war das? Okay, nee, das war hier das Coole. Irgendwann war da noch eine Begrenztheit. Okay, das ist der dritte Stern. Shit. Wo habe ich hier eine vergessen? Ich glaube, ich will es aber gerade auch nicht wissen. No. Könnte man jetzt einfach hier auf Sternsuche so gehen? Was mache ich denn hier? Nein, ich habe mir so ein Leben aufgebaut. Will ich jetzt alle Nein, ich will hier nicht das Helfer-Item verwenden. Du verzweifelt bin ich hier noch nicht. Will ich frühestens in späteren Welten anpacken. Wenn ich wirklich komplett frustriert bin. Und mich frage, was zum Henker machst du hier? Einfach mal eine Sekunde sonst innehalten. Nichts Verwerfliches. Digga, wo geht's denn hier weiter? Ja, ich bin nämlich gerade erst dezent hart verwirrt. So. Ach, come on! Digga, was ist das für ein Scheiß? Ich hab da noch nicht mal in die Nähe davon gesprungen. Here we go again! Doch dein Maul!
Ist ja gerade erst Leben an laufenden Bande. Was ist denn hier los? Ja, ich bin getriggert, wenn der Bildschirm so komisch mitläuft. Ich hasse das. Und das wird halt später im Spiel noch viel heavier. Vielleicht hätte es da 1 sein gegeben. Ich weiß es nicht. Ja komm, das hat man doch nicht mal gesehen an der Stelle hier. Halt doch deine Klappe. Es hatte davor 20 Leben, nur um das mal festzuhalten, ne? Das gibt's doch wohl nicht. Dann auch immer diese hart billigen Tote. Die sind, wenn man mal bei Kick hingeht. Das ist halt echt hart mies. Wir müssen einfach doch ein kleines Stufe langsamer machen. Ja, auch dann wieder nicht so lang, sondern uns setzen ist dann auch wieder kritisch, weil da so eine Scheiße hier beinahe entsteht wie hier. Okay, einfach ruhig Blut damit, das schaffst du. Digga, es hat nichts, ne? Ja, als Maul, ich bin keine Katze mehr. Die Stelle war schon das erste Level mit der Definition, es ist ätzend. Wie ist gelaufen? Immerhin habe ich einfach drei Sterne. Wir waren noch harmlos im Vergleich zu den Geisterlevel eben dran. Ja, das Side-Level ist da hinten. Das hat es da gerade hinten aufgepuppt. Das war das Side-Level, was es meinte. Aber theoretisch kommt zuerst das Geister-Level. Aber die kommen beide erst im nächsten Part. Boah, nämlich nach dem miesen Level, die auch erstmal eine kleine Fasnaufspause. Im nächsten Part geht's weiter. Bleibt dran bis dahin. Und ciao!